Alpenfeuerbraten. Hallo zusammen, heute machen wir einen pikanten Schweinshofbraten für eine kalte Platte oder für ein Sandwich. Natürlich kann man ihn auch warm essen. Ich habe schon angefangen, ohne euch. Hat einen Grund, ich wollte es eigentlich einfach machen, weil ich zu faul war, für die Frau für das Sandwich noch ein Päckchen Salami zu holen. 150 Meter in Weih, ich habe es vergessen. Habe ich gedacht, ich mache lieber einen Braten, dann hat sie etwas Anständiges drin. Ich nehme eine Schweinshoft, nehme die eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank und tue sie mit Alpenfeuer-Barbecue-Sauce vom Bünzli-Gewürz einreiben. Natürlich könnt ihr hier auch eine andere scharfe Sauce nehmen, die ist aber absolut empfehlenswert. Dann heizt sie den Ofen auf 180 Grad vor und schiebt mit der geraden Form in den Ofen, also ganz simpel und einfach, und tue ihn etwa für 1¼ bis 1,5 Stunden drin lassen, je nachdem wie gross das Hüftli ist. Normalerweise hat so ein Hüftli 700 bis 800 Gramm rum, bei 700 Gramm Länge etwa 1¼ Stunde. Alle 20 Minuten tue ich mit einem Pinsel wieder einreiben. Wie gesagt, jeweils nach 20, 40 und 60 Minuten nehme ich das Hüftli schnell aus dem Ofen und reibe es wieder ein bisschen mit Alpenfeuer Barbecue Sauce vom Bünzli ein. Dann lassen wir unser Alpenfeuerbrötchen abkühlen und das nachher mit der Maschine aufschneiden. Die ist nicht mehr ganz sauber, weil ich vorher schon Kalbsbraten aufgeschnitten habe und sie nur grob abputzt. Fantastisch!